auf ein Wort vom Regal on Tour beim Marken Award mit Oliver Kalkofe, der neben mir steht. Und verstehst du eigentlich genau, was die Leute hier so machen? Alle diese Marketeers, die Werber und so weiter? Ja, ich habe es jedenfalls zum größten Teil mitbekommen. Auf jeden Fall sind es Menschen mit einem sehr hohen Selbstbewusstsein, beziehungsweise mit Menschen, die wenigstens wissen, für wen sie das Selbstbewusstsein haben sollen. Also die wissen, wer sie sind oder wofür sie Werbung machen. Also es war sehr cool, Menschen, die sehr stolz darauf sind, wenn sie Werbung dafür machen können, dass sie einen Pudding dafür machen, den man nicht mehr selber umrühren muss, oder die Wurst in der Dose statt frei. Endlich. Zum Glück, weil da scheint es ohnehin ein gespanntes Verhältnis vor. Es ging mehrmals um Wurstwasser. Es ging um Wurst. Nein, weil Wurst ist einfach ein Thema, was mich natürlich auch persönlich interessiert. Ich bin mit Wurst groß geworden. Wurst hat mich ernährt und großgezogen und zu dem gemacht, was ich bin. Und mir hat besonders gefallen bei Rübenwälder die Szene, wo sich Leute wirklich selber mit Wurstwasser überschüttet haben, weil ich immer gesagt habe, Wurstwasser ist der Champagner des kleinen Mannes. Und sich das wirklich jetzt hier so in der Werbung offen zu geben. Und Rügenwalder gibt so viele schöne Sachen, also auch, wir haben ja jetzt auch diesen Doppelagenten Lava in die Werbung genommen, der beim ZDF kurz jetzt als Moderator untergetaucht war, in Wirklichkeit aber für die ARD arbeitete und jetzt wieder zurückgeht. Codename Sau Lecker. Und der jetzt nach 2 Jahren aber leider enttarnt wurde und wieder zur ARD zurück muss. Und Rügenwalder ist echt cool. Früher hatten sie Muskeltiere, die irgendwie für sie gebaut haben und so langhaarige, zottlige Typen, die irgendwie in Lederhosen kamen und Würsten gekauft haben und die Frauen haben sich dann auf den Rücken geworfen. Das ist schon eine coole Firma. Also, wenn du jetzt die ganzen Marketing-Leute, Werber und so weiter hier siehst, auf einer Skala von total Beknackte bis hin zu diesen Hochintellektuellen, also die sind so davor, die verstehen die Welt, wie würdest du die antworten? Ich will jetzt ja nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es geht mehr so in diese Richtung. Also das ist ja, sagen wir mal so, auf so einer Skala, das ist ja sehr schwankend. Ja? Also auch der Hochintellektuelle ist im Grunde ja meist wahnsinnig, weil er nur glaubt, die Welt verstehen zu können. Aber der Werber ist schon ziemlich eine sehr spezielle Figur, weil er vor allem, was er ja mitbringt, ist diese Selbstüberzeugung. Das finde ich also das Tolle. Also wirklich, dass jeder Scheiß wichtig ist, Hauptsache... Es ist sein Job, also er kann, also wirklich, es ist egal was, aber wenn er es sagt, dann macht er das richtig. Woran erkennst du das denn? Also schon so optisch? Also optisch ist es, ja, aber da sind sie jetzt von Bankern, Finanzmanagern und sowas gar nicht so sehr zu unterscheiden. Sind vielleicht öfter betrunken oder stehen stärker unter Drogen, aber ansonsten ist es so vom Karotten her ähnlich wie das gehobene Finanzdienstleistungsgewerbe halt so. Würde ich sagen, ja, aber da schauen wir uns mal um. Aber auf jeden Fall schon immer einen Tee dabei.